Ja, vielen Dank. In aller Kürze. Also zunächst zu unserem Minister, Herrn Roper. Herr Roper, der Datenschutzbeauftragte, Herr Kurs, sieht keine Bedenken gegen die Veröffentlichung der Daten und Preise. Sie wollen die Stiftung Moritzburg als Kuratorium für die Veröffentlichung der Landeskunstsammlung einsetzen und bitten um Unterstützung. Die Unterstützung der AfD haben Sie. Wunderbare Idee, ganz wunderbar. Herr Hövelmann, Steilvorlage, Herr Hövelmann. Woher kommt die plötzliche Initiative der AfD für die Kunst und die Kultur? Das kann ich Ihnen sagen, die kommt von mir. Und zwar, ich weiß nicht, ob Sie das auch haben, aber ich habe mehrere Jahre an der Alma Mater Lipsiensis Kunstgeschichte studiert, bei Professor Dr. Zöllner und bei Professor Dilly. Und ich bin seit über 30 Jahren im Kunst- und Antiquitätenhandel engst engagiert. Also ich weiß, wovon ich spreche, insbesondere wenn ich von Kunst spreche. Zu Herrn Geppert, Linke. Herr Geppert, da muss ich Sie dann doch noch mal richtig stellen. Sie reflektieren, Sie würden hier einen Faktencheck machen. Der Faktencheck ist unvollständig. Ja, warum? Der erste Artikel vom MDR ist tatsächlich vom 21.11. Der ist mit Bezug auf Herrn Hövelmann. Sorry, ja. Weil wir uns so gut kennen, ja, Herr Geppert. Also. Ja, in der Tat. Der ist also vom 21.11., der ist ohne Wirkung geblieben. Der stand da drinne, das ist richtig, der ist aber ohne Wirkung geblieben. Dann habe ich mir das auf den Schreibtisch geholt. Am 1.12. haben wir unseren Antrag eingereicht. Und am 8.12., Freitag letzter Woche, kommt plötzlich die Veröffentlichung vom Landesverwaltungsamt mit all den Listen. Das haben die nicht gemacht, weil sie der Meinung sind, sie müssten das jetzt mal kurz vor dem Plenum machen. Und das haben sie nur deswegen gemacht, weil wir unseren Antrag eingereicht haben. So. Und da sehen wir wieder, die AfD wirkt, die Altparteien nicht mehr ganz so, werden immer flacher. Herr Silbersack, ich bedanke mich für das Lob, dass Sie mir das intellektuelle Vermögen, so einen Antrag einzubringen, tatsächlich zusprechen, finde ich gut an dieser Stelle. So, jetzt kommen wir zu Herrn Alltag. Herr Alltag, ich habe mit Künstlern, weil Sie mir vorgeworfen haben, ich hätte nicht mit Künstlern gesprochen, ich habe mit Künstlern viel länger Kontakt, als Sie sich das vorstellen können. Und ich weiß genau, wovon ich rede. Ich war, wissen Sie auch nicht, über 10 Jahre tiefst in die Leipziger Kunstszene eingebunden. Ich kenne da so gut wie jeden und alles. So, Herr Schumann, ganz kurz Fazit oder beziehungsweise allgemeines Fazit zu unserem Antrag. Wir sind uns alle einig, das finde ich gut. Ja, die Transparenz kommt, Mission accomplished, AfD wirkt, Auftrag erfüllt. Vielen Dank an dieser Stelle.